Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutsche Bundesbank hat heute erneut ihre Geldpolitik gelockert. Der Zentralbankrat beschloss in Leipzig den Diskontsatz um einen halben Prozentpunkt auf 6,75 und den Lombardzins um einen Viertelpunkt auf 8,25% zu senken. Nach Ansicht von Bundesbankpräsident Schlesinger wird damit die Politik der vorsichtigen Zinssenkungen fortgesetzt. Der Beschluss sei durch das langsamere Geldmengenwachstum und die Bonner Sparbeschlüsse erleichtert worden. Die Stabilität der Mark bleibe weiterhin gewahrt. Vielleicht war dies die letzte Großtat von Bundesbankpräsident Helmut Schlesinger, bevor er im Herbst in Pension geht. Mit der vierten Senkung der Leitzinsen in diesem Jahr gibt die Bundesbank endgültig ihre international unerwünschte Hochzinspolitik auf, die sie bisher zur Stützung des D-Mark-Wertes durchgeboxt hatte. In der Praxis bedeutet das noch zu wenig für den kleinen Häuslerbauer, aber ein Vertrauenssignal für langfristig geplante Investitionen, vor allem aus dem Ausland. Für die Bundesregierung sind es erst einmal nur Vorschusslorbeeren. Das Sparpaket von Bundesfinanzminister Theo Weigel über 25 Milliarden Mark hat die ersten parlamentarischen Hürden genommen. Jetzt muss es gesetzt werden. Die Frankfurter Beschlüsse sollen dabei helfen. Ich begrüße das. Das ist natürlich eine positive Reaktion auf unsere Spar- und Konsolidierungsanstrengungen. Ich hatte ja bereits vor 14 Tagen die Möglichkeit, den Entwurf meines Sparkonzepts dem Zentralbankrat vorzutragen. Schon damals ist diese Aktion oder der Plan auf positive Akzeptanz gestoßen. In der SPD-Opposition geht der Zuspruch der Bundesbank nicht weit genug. Die Zinssenkung der Bundesbank ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Leider hat die inflationstreibende Schuldenpolitik der Bundesregierung eine stärkere Zinssenkung verhindert. Jetzt ist die Bundesregierung am Zuge. Sie muss endlich ein Konzept für eine wirklich solide und auch sozial ausgewogene Konsolidierung vorlegen. Die behutsame Zinsdämpfung bleibt eine Warnung an die Bonner Politik. Weigels Sparpaket ist für die Bundesbank offenbar keine Luftbuchung, sondern der Versuch, zu soliden Finanzen und Geldwertstabilität zurückzukehren. Zugleich wird damit die deutsche Position beim Weltwirtschaftsgipfel in der kommenden Woche gestärkt. Rechtzeitig, aber noch nicht endgültig. Neben den meist positiven Reaktionen auf die Zinssenkung gab es auch kritische Stimmen. Die Spitzenverbände der Wirtschaft und des Kreditgewerbes warnten vor anhaltenden Inflationsrisiken. Nach Ansicht des Deutschen Industrie- und Handelstages müssen vor allem die Sparbeschlüsse der Regierung erst noch umgesetzt werden. Der Bundesverband Deutscher Banken erklärte, die Bundesbank wandle weiterhin, so wörtlich, auf einem schmalen Grat zwischen Konjunkturstützung und Bewahrung des Vertrauens in die Mark. Im Bundestag ist es heute zu heftigen Auseinandersetzungen über das Finanzierungsmodell der Pflegeversicherung gekommen. Die Regierungsparteien verteidigten die geplanten Karenztage mit Hinweis auf den erheblichen Missbrauch bei Krankmeldungen. Allerdings seien auch Alternativen denkbar. Die Sozialdemokraten wollen erst mit der Regierung verhandeln, wenn die Karenztage vom Tisch sind. Wenn CDU, CSU und FDP Karenztage wieder einführen wollen, helfen weder Kunstgriffe noch Ablenkungsmanöver. Dieser Versuch gefährdet den sozialen Frieden und ermutet unserem Land in schwieriger Zeit eine gesellschaftspolitische Belastungsprobe zu, die es in sich haben wird. Ich denke, dass es reichlich dreist, ausgerechnet die Sorgen kranker Menschen gegen die Not von Pflegebedürftigen auszuspielen. Jeder muss wissen, für ein solches Gesetz steht die deutsche Sozialdemokratie nicht zur Verfügung. Wir sind die Spitzenreiter mit der kürzesten Arbeitszeit, Spitzenreiter im Urlaub, Spitzenreiter in Feiertagen. Wir sind aber auch die Spitzenreiter der durchschnittlichen Fehlstunden je Industriearbeiter. Und wenn wir hier leichte Veränderungen vornehmen, dann kann das nicht ein Anschlag auf den Sozialstaat sein. Was mich stört, diese Gesellschaft redet rund um die Uhr, was es kostet, redet mal eine darum, für was wir das tun, wer eigentlich diejenigen sind, denen wir helfen wollen. Nach wie vor unklar sind die Umstände, unter denen am vergangenen Sonntag der mutmaßliche RAF-Terrorist Grams ums Leben gekommen ist. Die Schweriner Staatsanwaltschaft bestätigte heute, dass alles auf einen Nachschuss hindeute. Die im mecklenburgischen Bad Kleinen eingesetzte Sondereinheit GSG 9 hat nach Darstellung des Bonner Innenministeriums einen Schuss aus nächster Nähe nicht abgegeben. Immer verworrener wurden heute die Umstände der RAF-Festnahmen auf dem Bahnhof von Bad Kleinen.
Die Staatsanwaltschaft Schwerin, für die Untersuchung der Aktion zuständig, erläuterte am Nachmittag die Ergebnisse der Obduktion des toten Wolfgang Grams. Bei diesem Kopfschuss handelt es sich um einen absoluten Nahschuss. Es konnten Schmauchspuren gesichert werden. Und es ist wohl auch eine Druckstelle da, die vermutlich von der Waffe herrührt, was aber noch näher untersucht werden muss. In Betracht kommt ja, dass Herr Grams eventuell selbst sich den Schuss beigebracht hat oder aber, was ich nicht hoffe, ein Dritter. Der in Schwerin bekanntgegebene vorläufige Obduktionsbericht stürzte das Bonner Innenministerium in schwere Erklärungsnöte. Noch am Mittag hatte Innenminister Seiters bekannt geben lassen, die beteiligten GSG-9-Beamten seien zweimal verhört worden und keiner von ihnen habe einen Schuss aus der Nähe auf Wolfgang Grams abgegeben. Schlussfolgerung, dann müsse es wohl ein anderer Beamter gewesen sein. Am Nachmittag aber stellte das Innenministerium in einer zweiten Pressemitteilung klar, bei der unmittelbaren polizeilichen Zugriffsmaßnahme einschließlich des Schusswechsels waren ausschließlich GSG-9-Beamte und keine Beamte des Bundeskriminalamts beteiligt. Zur Stunde beraten im Innenministerium der Minister und seine Sprecher noch immer, wie sie diese Diskrepanzen heute Abend erklären sollen. Um die Einzelheiten der Polizeiaktion in Bad Kleinen geht es auch in der Sendung Monitor unmittelbar im Anschluss an diese Tagesschau. In Deutschland ist heute das verschärfte Asylrecht in Kraft getreten, das die Asylverfahren verkürzt und Abschiebungen erleichtert. Die Einreisekontrollen auf Flughäfen und an den Grenzübergängen, vor allem zu den östlichen Nachbarn, wurden verstärkt. An der deutsch-polnischen Grenze hat der Bundesgrenzschutz seine Kräfte aufgestockt. Seit Anfang der Woche sind auch sogenannte Hilfspolizisten im Einsatz, um die Grenze besser überwachen zu können. Für sie, wie für ihre sächsischen Kollegen des Grenzschutzamtes Pirna, gilt seit heute eine neue Vorschrift. Illegal eingereiste Ausländer, die wie hier im deutsch-tschechischen Grenzgebiet aufgegriffen werden und Asyl beantragen wollen, haben keine Chance mehr, im Land zu bleiben. Die Asylsuchenden können auf direktem Wege abgeschoben werden, weil sie aus einem sicheren Drittstaat kommen. Die Argumentation des Gesetzgebers, im Drittstaat werden Flüchtlinge nicht verfolgt, sie können dort um Asyl bitten. Als sichere Drittstaaten gelten alle EG-Länder und die anderen Anrainerstaaten. In der Tschechoslowakei und in Polen macht man sich Sorge, dass viele abgeschobene Ausländer jetzt verstärkt in ihren Ländern um Asyl nachsuchen werden. Verstärkte Kontrollen seit heute direkt auf dem Vorfeld des Frankfurter Flughafens. Schon hier vor der zentralen Kontrolle will man all diejenigen aussortieren, die aus einem sogenannten sicheren Drittstaat in die Bundesrepublik kommen. Der Augenschein genügt. Ein 23-jähriger Mann aus Togo war heute der erste Asylsuchende, der bei der Einreisestelle des Bundesgrenzschutzes registriert wurde. Nein, sagt er, von einem neuen Asylrecht in Deutschland habe er nichts gewusst. In der seit heute im selben Gebäude arbeitenden Außenstelle des Bundesamts für Flüchtlinge soll direkt über die Zukunft von Asylsuchenden wie ihm entschieden werden. Über alle, die keine Ausweise haben und nicht aus Krisengebieten kommen. Während der kurzen Verfahrenszeit werden sie im Gebäude des Bundesgrenzschutzes untergebracht. Denn noch ist die Frage ungeklärt, wo auf dem Frankfurter Flughafen eine dauerhafte Unterkunft für 600 Asylsuchende gebaut werden soll. Streit auch darüber, wer sie bezahlt. Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Akten Gauck hat davor gewarnt, die Auseinandersetzung mit der SED-Zeit vorzeitig zu beenden. Dies, so Gauck, würde bedeuten, die Opfer der Diktatur zu vergessen. Der ehemalige Bürgerrechtler sagte bei der Vorlage seines ersten Tätigkeitsberichts, es sei richtig gewesen, den Bürgern die Akten zu öffnen. Von den rund 600.000 Anträgen auf Einsichtnahme sei bislang etwa ein Drittel erledigt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Harald Schreiber aus Sachsen-Anhalt hat sein Mandat niedergelegt. Offiziell wurden gesundheitliche Gründe angegeben. Nach Informationen der Frankfurter Rundschau soll Schreiber für die DDR-Staatssicherheit gearbeitet haben. Vor dem Bundesverfassungsgericht hat heute die mündliche Verhandlung über den Vertrag von Maastricht begonnen. Die Kläger aus unterschiedlichen politischen Lagern sehen durch die Schaffung einer Europäischen Union die Eigenstaatlichkeit Deutschlands und die demokratischen Rechte bedroht. Das vom Bundestag bereits verabschiedete Gesetz sei deshalb verfassungswidrig. In Maastricht waren unter anderem die Einführung einer gemeinsamen Währung bis 1999 und mehr Befugnisse für die EG-Behörden beschlossen worden. Wird das Grundgesetz durch den Maastricht-Vertrag auf ein Mini-Format gedrückt? Wird auf wesentliche Verfassungsrechte deutscher Bürger verzichtet? Vorwürfe eines Beschwerdeführers.
Erstens, Deutschland ist ein Staat. Das heißt, Europa wird vom Grundgesetz nur erlaubt als ein Staatenbund, nicht als ein zentralistischer Bundesstaat. Und zweitens, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Europa wird vom Grundgesetz nur erlaubt, demokratisch verfasst und nicht als ein Europa der Führer, in dem die 12 Regierungschefs allein entscheiden. Darüber hinaus sehen die Kläger auch die deutsche Mark bei einer Währungsunion in Gefahr. Anstatt harte Mark, weicher EQ. Finanzminister Weigel. Unsere harte Währung wird erweitert durch Hartwährungen in Europa. Ein Demokratiedefizit konnten die Bundesminister Kinkel und Weigel heute vor Gericht nicht ausmachen. Der Vertrag lasse der Bundesrepublik viel Spielraum. Mit Kreide in der Stimme werde hier vor Gericht der Vertrag und seine Bedingungen heruntergespielt, empörten sich die Kläger. Wenn der Vertrag praktisch ein Nicht sei, so wie ihn die Regierung jetzt darstelle, könne das Gericht dies ja ins Urteil schreiben, meinten sie. Ja, und seit 19:45 wird hier in Karlsruhe weiterverhandelt. Es dürfte wohl eine Nachtsitzung werden. Im Gerichtssaal wird vornehm aber mit harten Bandagen gekämpft. Aber alle Parteien halten sich an das vorgegebene Motto von Vizepräsident Marenholz, der gesagt hat, ich will hier keine Plädoyers hören, sondern sie sollen die Fragen des Gerichts beantworten. Und diese Fragen waren zahlreich und nicht immer angenehm, auch für die Bundesregierung. Vizepräsident Marenholz hat einmal gewertet und gesagt, wenn man zusammenfasst, könnte es möglicherweise auch aus seiner Sicht, und so haben es Beobachter gesehen, nicht in allen Punkten das Zustimmungsgesetz zum Maastricht-Vertrag Bestand haben. Es bleibt also abzuwarten, ob heute Nacht noch oder auch morgen weitere Fragen gestellt werden, die dieses Zustimmungsgesetz eben in manchen Punkten für verfassungswidrig erklären. Und damit zurück nach Hamburg. Die Kämpfe zwischen kroatischen und muslimischen Einheiten um die Hauptstadt Herzegowinas Mostar haben sich dramatisch zugespitzt. Den muslimischen Verbänden soll es gelungen sein, den kroatischen Belagerungsring um die Stadt nach 52 Tagen zu durchbrechen. Erst nachdem sie am Abend nahezu alle strategisch wichtigen Stellungen im Norden von Mostar eingenommen hatten, flauten die Gefechte ab und es gab nur noch gelegentlich Artilleriefeuer. Nach einem Anschlag auf einen Bus mit israelischen Pendlern in Ostjerusalem haben zwei Palästinenser auf ihrer Flucht eine Geisel umgebracht. Die beiden Täter wurden unmittelbar danach von der Polizei an einer Straßensperre erschossen. Die fundamentalistische Palästinenserorganisation Hamas hat sich zu dem Anschlag bekannt. Bei einem schweren Busunglück in der Nähe von Elwangen ist heute ein Mann ums Leben gekommen. 49 Menschen wurden verletzt. Auf der Fahrt nach Österreich streifte der mit zwei Fahrern und 47 Reisenden besetzte Bus einen LKW, als er auf einer Raststätte Halt machen wollte. Das Fahrzeug schlitterte zunächst an einer Böschung entlang, stürzte um und blieb auf dem Dach liegen. Der tödlich verunglückte 65-jährige Mann hatte direkt hinter dem Fahrer gesessen. Die Intendanten und Gremienvorsitzenden der ARD haben die Politik aufgefordert, die Wahlwerbung im Fernsehen und Hörfunk zu unterbinden. Damit soll rechtsradikalen Parteien die Möglichkeit genommen werden, ausländerfeindliche Spots zu verbreiten. Auf ihrer Hauptversammlung in Frankfurt stellte sich die ARD damit hinter einen entsprechenden Vorschlag ihres Vorsitzenden und NDR-Intendanten Plog. Er warnte mit Blick auf die ausländerfeindlichen Anschläge der vergangenen Wochen vor den negativen Auswirkungen rechtsradikaler Wahlwerbung. Der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Manfred Buchwald, ist heute für eine weitere Amtszeit von 5 Jahren wiedergewählt worden. Steffi Graf steht zum 6. Mal im Finale des Tennisturniers von Wimbledon. Sie bezwang heute die Spanierin Conchita Martinez mit 7:6 und 6:3. Ihre Endspielgegnerin am Samstag ist die Tschechin Jana Novotná, die sich in 2 Sätzen gegen Martina Navratilova aus den USA durchsetzte. Nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 2. Juli. Heute wieder mit dem Reisewetterbericht zum Wochenende. Ein umfangreiches, wolkenfreies Gebiet über Mitteleuropa verändert seine Lage kaum. Um Frankreich und Südskandinavien ziehen Wolkenfelder und kommen zunächst nicht nach Deutschland voran. Ursache für das sonnige Wetter ist eine Hochdruckzone, die sich vom Atlantik nach Mitteleuropa erstreckt. Sie schwächt sich über Deutschland etwas ab und lässt dadurch ein Gewittertief über Frankreich an Einfluss gewinnen. Auf seiner Vorderseite wird aber nochmals sehr warme Luft nach Deutschland geführt. Die Vorhersage für morgen. Anfangs in ganz Deutschland sonnig. Nachmittags im Südwesten einzelne Gewitter. Im Norden zunehmend wolkig. Tiefsttemperatur 10 bis 15 Grad.
Tageshöchstwerte 25 bis 30, im Küstengebiet um 20 Grad. Meist schwachwindig. Der Reisewetterbericht zum Wochenende. In Deutschland am Samstag wechselnde Bewölkung mit Schauern und Gewittern. Am Sonntag kaum noch Regen und sich auflockernde Bewölkung. Höchsttemperatur zwischen 22 und 27 Grad. In Südskandinavien Durchzug starker Bewölkung mit Regen und Schauern. Höchsttemperatur 15 bis 20 Grad. England, Benelux und Frankreich heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei. Höchsttemperatur 20 bis 25, am Mittelmeer bis 29 Grad. Spanien, Portugal, Italien, Südosteuropa und Griechenland. Meist sonnig und nur vereinzelt Wärmegewitter. Erwärmung auf 25 bis 33 Grad. Polen, Tschechei, Slowakei und Ungarn anfangs sonnig, am Sonntag Durchzug eines Regengebietes. Höchsttemperatur am Samstag um 27, am Sonntag um 22 Grad. In der Schweiz und in Österreich wechselnde Bewölkung mit Schauern und Gewittern. Am Sonntag sonnige Abschnitte, Höchsttemperatur 20 bis 25 Grad.